Ja, liebe Leute, endlich wieder Racing, ein neues Projekt bei mir auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Assetto Corsa, der Ultimate Edition. Ich habe es ja angekündigt, wenn Grid abgedreht ist, und das ist jetzt der Fall tatsächlich. Nach, oh, keine Ahnung, wie viele Folgen, ich habe 150 oder so gefühlt. Geht es dann heute weiter mit einem neuen Racing-Projekt auf meinem Kanal? Nein, mal kein Need for Speed, sondern tatsächlich ist Assetto Corsa, wie es so lange angekündigt hat. Und ich freue mich auch drauf. Ich habe von dem Spiel tatsächlich nicht so allzu viel mitbekommen. Und wir werden schauen, wie es läuft, wie es wird, wie es ist. Vielleicht ist es auch schon nach 2 Folgen vorbei, weil ich schon keinen Bock mehr habe. Aber momentan muss man mal gucken. Also es gibt eine Karriere, ich habe reingeschaut tatsächlich. Ich hatte überlegt, machst du vielleicht irgendwie mal ein Koop-Projekt raus. Das müssen wir dann irgendwann mal gucken. Vielleicht kommt da immer noch was dazwischen oder zusätzlich, wie auch immer. Müssen wir einfach mal spontan gucken, weil der Sukramados hat ja tatsächlich auch so ein bisschen gedacht, ne, haben wir auch angefragt, immer, hast du nicht mal Bock, irgendwie ein Koop-Spiel zu machen und alles rum und dran. Und soweit ich weiß, ist das bei Assetto Corsa, ich glaube, nur im Online-Modus möglich, nicht in der Karriere, was ich ein bisschen schade finde. Aber da müssen wir mit leben. So, wie gesagt, ich gehe mal rein auf jeden Fall ins Spiel. Wir haben hier den Lamborghini und coole Trailer gehabt und alles rum und dran. Und ja, es ist mein erstes Spiel dieser Reihe. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Schauen wir einfach mal. Gehen wir rein. Hier. In dieses tolle Spielchen. So, ich gehe erstmal rein in die Option, weil ich ein bisschen das Audio ein bisschen runter machen muss. Audio. Also die Musik drehe ich auf jeden Fall mal komplett runter. Die drehe ich mal irgendwie auf 20%, weil das sonst zu viel wird. So. Die Gegner. Ich weiß nicht, ob das ist, doch ist Audio, ne? Reifen. Motor drehe ich auch mal irgendwie ein bisschen runter. Ich kann sein, dass es auch ein bisschen zu laut wird. Muss ich in den ersten Folgen mal reingucken. Auch hier drehe ich mal ein bisschen runter, damit mein Gequatsch ein bisschen besser zu verstehen ist. So. Video. Was ist für... Da ich übrigens mit Lenkrad spielen, mit Controller spielen werde, so nebenbei. Ich muss gerade mal gucken. Gang runter, DRS, okay, ist alles möglich. Die Frage ist: Gas mit R2, R1 ist das Curse. Okay. Ingame-Namensanzeige mache ich mal an. So, und wir machen oder legen los mit unserer Karriere. Wir fangen auf jeden Fall an. Ich bin gespannt, wie es heute wird, wie weit wir heute kommen, wie die Zeit, vor allem wie Zeit das braucht. Wenn das nur so einzelne Rennen sind, ein paar Runden, dann kriegen wir schon irgendwie hin. Ansonsten muss ich ja da mal splitten. Statt jetzt fangen wir an mit der Novice Serie 1, oder Novice wahrscheinlich im Englischen. Und wie immer wird das Ding montags bis Donnerstag, sie wird um 14 Uhr kommen, genau, weil es am Wochenende mit der Formel 1 dann weitergeht, sprich weiter Samstag, Sonntag, aber das ist jetzt zumindest erstmal der Stand. Also wir können quasi mit der neuen Woche mit dem neuen Projekt beginnen und fangen heute auf jeden Fall an mit Novice Series 1. Ich glaube, es gibt keine Zusatzelemente, weil das Ding ist die Ultimate Edition, also müssten eigentlich Elemente freigeschaltet sein und ja, gehen wir rein. Auf jeden Fall. Ah, es sind nur so ein paar Sachen. Okay, das sind nur so ein bisschen Zeitfahren. Gucken wir einfach mal, wie es wird. Heute. Ja. Fangen wir an mit dem ersten Zeitfahren. Abarth 500 SRS, Vallelunga Club. Der kleine Abarth 500 SRS ist ein Ansteigerauto. Ja, macht Spaß und ist leicht zu beherrschen. Über diesen Zeitfahren durfte Vallelunga Rennstrecke. Bereite dich auf dein erstes Rennen vor. So, Getriebe mache ich mal auf Automatik. Machen wir an. Automatikkupplung, Automatik, Blip. Was immer ein Blip ist, ich weiß es nicht. Traktionskontrolle habe ich an. Schaden 0%. Ich probiere es erstmal. Warte mal, Stabilitätskontrolle. Ich kann es mal runterdrehen auf 70%. Mechanischer Schaden machen wir mal. Erstmal auf 30. Brauchen wir auf jeden Fall. Und dann gehen wir rein. In das erste Rennen für heute. Wie gesagt, das ist mein erster Teil. Ich habe von dem Spiel noch nicht wirklich viel mitbekommen.
Wir schauen einfach mal, wie es wird. Ich kenne die Strecke nicht, ich weiß nicht, wie das Auto sich verhält. Wir schauen einfach mal. So, also. Wir fahren einfach mal. Wir müssen uns wahrscheinlich hier reintasten. So, die Frage ist, wie weit wir uns reintasten. Geil, hat sich ja schon voll gelohnt hier. Wir haben minus 283 Punkte, weil wir die Kurve nicht gekriegt haben. Oh, hat sich ja voll gelohnt. Gut, 50 Sekunden. Ich glaube, wir müssen die Runde schaffen. Ich kann ein bisschen konzentrieren hier. Meine erste Zeit fahren. Aber hauptsächlich, der will da richtig raus. Also wir kriegen mal wieder richtig Punkte richtig viele Punkte gekostet. Zeit Differenz minus 6200. Ja gut, es ist doch kein Meister vom Himmel gefallen. Ne? Das muss man mal eben dazu sagen. Den Netzwerkfehler nicht mehr in der Party. Die Frage ist, wie viele Runden müssen wir fahren? Strafe nicht mit. So, wie gesagt, 3000 müssen wir kriegen wir um das Ding auf Gold nach Hause zu fahren. Momentan sind wir 2230. Ja, und auch Sprit, wo es verbraucht, wie man unten links, unten rechts natürlich sieht. Das habe ich ja bewusst eingestellt, damit wir ein bisschen fahren können. Die Frage ist, wie viele Runden müssen wir fahren? Ich habe keine Ahnung. Das wird knapp von der Zeit, ja, 4, ah, da haben 3000 Punkte, also die, das Ding haben wir sogar auf, boah, trotz der großen Schwierigkeiten, hier in dieser Kurve haben wir das Ding auf Gold. Ich habe echt nicht gesehen, wie viel Sekunden wir. Das weiß ich nicht.
Steht da irgendwo dran, wie viel wir haben müssen? Können wir jetzt aber auf Ja gehen? Die Frage ist, ob das Ding jetzt auf Gold gezählt hat. Nö, hat er nicht. Ernsthaft? Ich weiß auch nicht, wie viele Runden wir fahren müssen, ne?